Ja, moin Leute, Ota und Vio wieder am Start und moin. Heute bewegen wir uns außerhalb der Komfortzone von Ota, denn es geht ein bisschen ums handwerkliche Geschick. Wer ist hier der bessere Ingenieur? Denn wir sind in Polybridge 2 und dabei geht es darum, in so kleinen Level sein Kennen der Statik unter Beweis zu stellen, kleine Brücken zu bauen, ohne dass sie zusammenbrechen und mit möglichst wenig Material. Denn unsere Challenge heute ist, wir haben uns zwei Level ausgesucht und wer von uns beiden weniger Budget benutzt für beide Brücken zusammen, gewinnt. Sollte jemand innerhalb der 20 Minuten Zeitlimit, die wir uns gesetzt haben, eins der beiden Level nicht finishen, bekommt er das Max-Budget, was, glaube ich, bei beiden Leveln gleich ist? Genau, für beide Level ist 23.000 angesetzt. Genau, der bekommt dann halt 23.000 obendrauf und sollte damit dann quasi fast instant verloren haben, es sei denn, er hat die andere Bridge mit $100 geschafft. Was ich nicht glaube, und ich würde sagen, wir muten uns, jeder macht die Level für sich. Ich wünsche dir viel Glück, aber ich weiß, dass ich gewinne. Bis gleich. Ich werde einfach Physik durchspielen. Bis später. Ciao, ciao. So, Leute, Timer ist gestartet. Wir sind für uns und Knallgas. Der muss nach hier. Und der muss nach da. Und wir haben nur 10 Brückenteile. So. Es gibt ein Seil. Was kann man denn Schönes mit dem Seil machen, Leute? Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Mal so machen und dann mal Play drücken. Ja, das hat ja gut funktioniert mit den Seilen. Also, wir haben zwei Trucks, die kommen gleichzeitig von beiden Seiten. Wir haben alles an Material und 23.000 ist unser Budget. Los geht's. Ich habe nur 10 Road Pieces. Bedeutet ja quasi, ich muss ja quasi... Wir haben Seile, Kabel und Federn. Federn klingt ja schon mal interessant, wa? Das hier, wenn wir so ein bisschen springy gestalten. Das ist eventuell ein bisschen sehr springy. Erstmal geht es natürlich darum, beide Level zu schaffen. Und dann können wir vom Optimieren sprechen. Das möchte ich auf jeden Fall... Ich habe hier diese Autofill-Funktion, da kriegt man diese Trassen, Dreieckstrassen sehr gut mitgebaut. Da habe ich doch schon eine Idee. Da machen wir so einen Muskel, nennt sich das. Warum reicht das nicht? Komme ich da nicht dran? Lol, das ganze Game verschoben. Kann natürlich ein Stückchen reinzoomen. So. Jetzt erstmal. Das ist mir erstmal egal, was auf der Seite passiert. Ich will erstmal gucken, ob das hier den Truck hält. Der hat ja ganz schön Boost, der Truck. Wir gucken erstmal, dass wir eine schaffen, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir, was der hier macht. Okay, der fährt da in der Mitte durch. Das jetzt ein Stück runter machen, dürftet ihr da nicht an die Ecke gucken. Richtig? Richt aber die Dings ein. Oh, Moment. Was ist, wenn wir einen hier runterfahren lassen? Müsste doch in der Theorie gut funktionieren, oder? Oder halt gar nicht. Hä? Wo fährt denn der Truck hin, wenn wir ihm nur das geben? Und dem hier können wir auf jeden Fall mal zu viel das hier wieder wegnehmen. Und dem hier will ich mal nur so ein springy Ding machen. Und dann will ich nur ein Piece Road machen an die Stelle. Genau, und das soll
damit verbunden werden. Muss ich mal gucken. Das funktioniert schon mal. Hey, das ist gar nicht mal schlecht bisher. Der fährt auf jeden Fall hier oben drauf. Und das sogar fast perfekt. Und der andere bounced eigentlich schön, macht dann aber so einen halben Backflip. Der muss ein Stück runter, glaube ich. Muss wirklich einer, ich glaube, es muss wirklich einer ganz oben drüber und einer muss durch die Mitte. Das Problem ist, die muss ja so flach sein eigentlich, dass der andere ja auch noch hier drauf kommt. Jetzt haben wir natürlich mich als großen Physiker hier. Keine Ahnung hat, was er tut. Okay, die ist schon mal gut. Die Seite ist schon mal gut. Wenn wir jetzt die hier einfach mal Jan pro Spiegel. Und jetzt folgendes machen. Was passiert? Treffen sich jetzt einfach in der Mitte, oder? Okay. Das ist ja auch Schwachsinn. Oder? Ist es? Mal einfach folgendes. Erstmal gucken, wenn wir das aus. Packen wir das erstmal da oben hin. Dann haben wir das erstmal. Dann haben wir das erstmal irgendwo rumliegen. Wenn wir jetzt folgendes. Der fliegt doch dann nicht hoch genug, ne? So, wir haben natürlich auch direkt am Anfang gesagt, klotzen, nicht kleckern. Deswegen haben wir natürlich auch ein Level ausgesucht, wo ich wahrscheinlich drin verzweifeln werde. Und Vio, das ohne Probleme einfach jetzt schon. Ich denke, so, wann geht's weiter? Der muss ein Stück runter. Den verlängern wir so ein minimales Stückchen und gucken mal, ob wir den, wenn wir hier ebenfalls so einen Bouncer hinbauen, ein Cable, ist es dehnbar? Das interessiert mich jetzt auch mal. Den haben wir jetzt weicher gemacht. Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Mit dir habe ich nicht geredet, Google. Level fehlgeschlagen. Das ist gebrochen. Ja, das ist mir ja egal. Da bin ich ja noch nicht. Schafft denn der den Sprung? Das sieht fast gut aus. Der schafft den Sprung schon mal. Das ist quasi unser perfektes Setup. Gut, das heißt, ich muss hier die Rampe noch ändern. Ist nicht stabil genug, weil die Brücke zu lang ist. Super. Super, super, super. Jetzt. Ja, gar nicht mal so kacke. Und aus und tackern das da dran. Okay. Also einen kriege ich rüber. Oh, wie mache ich das? Kümmere mich jetzt erst um das andere Level. Machen wir hier nämlich die Falltür. Wie kriege ich ihn denn dann nachher da hoch? Ich mach mal so und dann kriege ich das hier so die Cable-Verbindung. Guck, ob das hält. Das ist ziemlich viel Cable-Kram. Bounce. Fast. Der geht halt kaputt. So. Das wollen wir. Das müssen wir auf jeden Fall verstärken. Ich würde sagen, erstmal mit einer einfachen Trasse. Den nehmen wir raus und geben dem dann zwei Cable. Das ist nicht einfach, das Level, weil einen schafft man.
Okay, das haben wir geschafft. Ich gehe mal kurz den Ota fragen. Okay, dann hängt das durch. Halt mir fest, keine gute Idee. Beziehungsweise hatte schon bessere. Jo, René. Ja. Bitte, was kann ich für Sie tun? Gilt das Level als bestanden, wenn die Brücke, nachdem beide Fahrzeuge im Ziel sind, auch noch kaputt ist? Oder muss die Brücke ganz bleiben? Ich würde sagen, es zählt auch, wenn sie kaputt geht, oder? Bitte was? Ich würde sagen, Nochmal. es zählt auch, wenn sie kaputt geht. Okay. Ist timing-wise ganz schön knapp bei mir, glaube ich. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Problem ist, Leute, der hat auf jeden Fall schon ein Level geschafft. Wir nicht. Das ist jetzt das größte Problem, Leute. Oh ja. Das hilft uns nicht, Leute. Das hilft uns ganz und gar nicht. Ich komme wahrscheinlich nicht zu Punkten. In beiden Leveln nicht. Ups. Gefallen. Leute, kann nicht wahr sein, ich habe nur 4 Minuten. Ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll, Leute. Ups. Das hier ersetze. Das hier ersetze. Auch nicht. A muss zu A, also die muss einfach nur straight rüber. Genau, und dann ist das quasi unser Drehpunkt. Dann machen wir, glaube ich, das als Trasse so. Und dann machen wir das als Feder. Und schauen einfach mal, was passiert. Das hält. Ich schaff's. Ich hoffe, dass der leichter ist und es dadurch da hoch schafft. Ist auch schwer. Okay. Moment, ist das vielleicht die Lösung? Nein! Vor allem ist dann das Budget überschritten. Nur noch 3 Minuten. Das Zeitlimit ist schon hart. Okay. Weiß ich. Fährt halt die ganze Zeit, ist das die richtige Idee, ist die Frage. Und 40, ich muss erstmal gucken, dass ich überhaupt beide Level schaffe. Wenn ich dagegen fahre, bricht alles zusammen. Dass meine Brücke wahrscheinlich nicht mehr halten will. Nein! Sind die Brücken sich zu ähnlichen? Das kann doch nicht wahr sein. Ausschneiden.
Ja, Leute. Das war's, ne? Hier ist jetzt noch ein. Ich glaube, das war's. Ja. Hallo, Leute. Schade, schade. Es sind 46.000 Budget auf meinen Nacken. Gucken, was der Video rausgemacht hat. Andere Idee. Keine Ahnung, ob ich da noch Zeit für habe. Das behalte ich mal. Dauert alles zu lange. Ne. Schaffe ich nicht. Hallo? Ja, da waren auch meine letzten Sekunden. Machen wir noch 10 oder hast du beide geschafft? Also, ich habe keins von beiden geschafft. What? Nein, ich war zu blöd für beide. Also, aber, ich muss sagen, ich habe das erste geschafft. Bin auf keinen grünen Zweig gekommen. An dem zweiten bin ich hart gescheitert. Aber die Sache ist auch, ich muss auch dazu sagen, ich bin auf keinen ansatzweise vernünftigen Lösungsweg hingekommen. Ja, ich kann dir ja mal, ich habe mal meinen Screenshot angemacht und ich kann dir ja mal meine Lösung für das erste Level zeigen. Nein, also wir können ja jetzt erstmal festhalten, dass du auf jeden Fall gewonnen hast. Ne? Ja, das halt. Die Regeln werden jetzt nicht innerhalb des Videos nochmal geändert. Ja, gut. Wir gehen jetzt keine extra Minuten ran. Das können wir natürlich sehr gerne festhalten. So. Ne? Also, Update der Punkte. Ja. Link. Genau. So, und ja, dann wie viel Budget hast du denn für das erste Level benutzt? Ja, 16.299. Gut. Also, du hast ja auf jeden Fall gewonnen. Das heißt, da hast du 23 und. Ich habe im zweiten auch 23. Ja, bei dem zweiten, da habe ich es auch nicht geschafft. Das war irgendwie. Was hast du denn da gebaut? Ja, das heißt der Doppelsprung, das Level. Und deswegen gucken wir uns fürs Finale hier nochmal den Doppelsprung an. Der eine fährt nämlich mittlere Ebene und der andere die untere. Und dann zack. Aber unten, das geht halt alles kaputt. Aber das wollte ich halt auch so in der Theorie haben. Mhm. Aber habe ich halt nicht geschafft. Ja. War ich halt legitim nicht intelligent genug für. Ja gut, als du siehst, bei mir geht halt alles kaputt, deswegen habe ich gefragt, weil ohne kaputt gehen hätte ich es, glaube ich, auch nicht geschafft. Während der Vio mich jetzt belehrt in Statik, Ingenieurswesen und allem weiteren, was dieses Spiel benötigt, checkt das Spiel mal aus, ist definitiv ganz cool. Meine Empfehlung. Dreiecke, mein Freund. Dreiecke sind so stark. Dreiecke. Ne? Und was haben die Illuminaten mit diesem Spiel zu tun? Sonntag kommt eine weitere Folge Shift Happens um 18 Uhr. Und Mittwoch geht's dann wie gewöhnlich mit unserem Schabernack weiter. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine geile Zeit und wir sind raus. Ciao. Ciao. Müsste doch in der Theorie gut funktionieren, oder? Oder halt gar nicht. Hä?